Essen für die Kinder, denn ich glaube, jetzt kommt die Eröffnung des Marillenfestes. Und nachher, glaube ich, gibt es dann einen Marillenkuchen, einen ganz einen Meter langen. Liebe Kremser, liebe Gäste aus nah und fern, namens des Vereins Kremser Kaufmannschaft, der dieses Fest veranstaltet, begrüße ich Sie sehr herzlich. Was erwartet Sie bei Alles Marille 2018? Wir haben uns bemüht, ein vielfältiges und attraktives Programm zusammenzustellen. Die Kremser Altstadt, der Teil des Weltkulturerbes Wachau, wird für 3 Tage Bühne rund um die Marille zur Genussmeile, wo Sie alle Produkte aus der Marille und auch der Marillenfrisch natürlich verkosten und einkaufen können. Wir bespielen die Landstraße mit Musik, mit Volkstanzgruppen. Es gibt jeden Tag Frühschoppen am täglichen Markt und am Südtiroler Platz. Es gibt Frühschoppen im Hofbräu. Es gibt eine Modenschau der Trachtendesignerin Elfi Meisetschläger. Die Wachau-Festspiele präsentieren ihr Programm mit Das Geheimnis der 3 Tenöre. Und natürlich gibt es traditionell jeden Tag den Anschnitt des 25 Meter langen Marillenkuchens. Er wird da schon aufgebaut und wir werden gleich nach der Eröffnung zum Anschnitt schreiten. Auch von meiner Seite sehr geschätzte Damen und Herren, Gäste dieses besonderen Festes hier in Krems, liebe Kinder, die ihr eure Arbeit schon geleistet habt, ein bisschen getanzt habt und ein bisschen mit auch ein, ja, Traditionsträger der Region sind. Alles Marille, das ist die nächsten 3 Tage hier in Krems. Nur die Marille, Alles Marille ist nicht nur bezogen auf den Bezirk, auf die Stadt Krems, Magistratsbereich Krems, sondern die Marille spiegelt sich in dem ganzen Bezirk bei uns wieder. Und die Feste sind natürlich auch entsprechend zu feiern und es beginnt sozusagen heute da mit Alles Marille und endet dann nächste Woche mit Marillenspitzer Marillenkirtag, das genauso ein Magnet, ein Zielpunkt für die Touristen, für die Leute sind, um in diese Region zu kommen. Die Marille einerseits als Produkt, als landwirtschaftliches Produkt, aber es ist auch ein Wirtschaftsprodukt sozusagen und es leben sehr, sehr viele Bauern hier und Nebenerwerbsbauern sozusagen von diesem Produkt und das ist einfach Zeit, es zu genießen, immer in einer Form, wie egal wie, ob das in Natur ist oder dann vergoren, beziehungsweise in Marmelade oder im Kuchen, es ist einfach wirklich ein Markenzeichen, das unsere Region prägt. In diesem Sinne will ich Sie nicht länger abhalten vom Genuss dieser Marille, diesen besonderen Gut und wünsche uns allen einen schönen Tag, beziehungsweise 3 schöne Tage und danke, dass ihr das wieder organisiert habt. Geschätzte Gäste, ich erlaube mir nur eine Gruppe ganz besonders zu begrüßen. Liebe Kinder des Heimat- und Trachtenvereins Kremstein unter der Leitung heute von der Fidi Emberger, die sie wirklich jahrelang, jahrzehntelang eigentlich betreut hat. Herzlich willkommen und danke für dieses großartige Eintanzen. Krems steht jetzt und Krems und die Region 3 Tage lang unter irgendeinem Genusskulturthema. Und zum Glück haben wir 2 kulinarische Botschafter. Das eine ist der Wein und das andere ist die Marille. Und normalerweise ja, sage ich irgendetwas Literarisches und habe jetzt ein neues Gedicht oder was gesucht, habe keines gefunden, außer dass die Marillenknödel meiner Tochter wirklich ein Gedicht sind. Genauso ein Gedicht wie ja, die Marillenkuchen, der dann angeschnitten wird, oder die Marillenprodukte, die wir alle verköstigen. Und ja, neu ist, habe ich gehört, dass wir das Ganze erleben dürfen, erstmals vom Steinertor bis zum Simandlbrunnen, vom Hofbräu bis zum Weinhimmel und neu ist auch, dass es ein Kinderzimmer heute das erste Mal gibt in der Spenglergasse. Also Sie können hier lange verweilen und länger verweilen. Die Wachau, Krems, die Region, gründet sich auf das Paar Wein und Marille. Allein Marillenbäume, glaube ich, haben wir ca. 100.000 in der Region. Es ist einfach ein europaweit geschützter Name. Es gibt die Marille nur in Österreich. Wein gibt es überall. Marille nur in Österreich und die Wachauer Marille nur in Krems und in der Wachau. Als Arzt habe ich das letzte Mal gesagt, bitte, auch wenn einer der Sponsoren Zucker Wien ist, und wir brauchen so viel Zucker, weil die Marille ist wirklich eine sehr bekömmliche Frucht. Nur 40 Kalorien pro 100 Gramm, nur 8 Gramm Zucker pro 100 Gramm, viele Vitamine und Nährstoffe, Vitamin A, B, C, Folsäure, Carotinoide
Und es ist auch ein Aphrodisiakum. Ich übersetze es nicht, probiert es einfach aus. Es ist die... Es ist auch eine edle Frucht. Und da kommen wir zum Prinzregentenpaar, Marillenpaar. Und da haben wir den Namen aufgeschrieben. Also, danke der Amelie Aufreiter und dem Victor Jiménez Salvador für die Regentschaft bisher. Und die beiden neuen, das neue Paar, ist die Mariella Geizenauer und der Maximilian Mayer. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie das Paar vorher. Und ich freue mich schon, wenn ihr dann nachher die Regentschaft übergebt. Aber vorweg der größere Dank bitte auch an die Kaufmannschaft und der Magister Ulf Elser und an die Organisatorin, die heute in der Früh gesagt hat, habe ich gesagt, ist alles in Ordnung? Hat sie gesagt, ja, ab Montag. Also es war sicher sehr viel Arbeit, das Ganze zu organisieren. Und so wie die Marille was Außergewöhnliches ist und für was Außergewöhnliches steht und unverwechselbar ist, ist auch dieses Fest die alles Marille zum was Unverwechselbaren und Außerordentlichen geworden. Herzlichen Dank und da liegt die Hauptarbeit wirklich auf euch, bei euch. Und ich wünsche uns allen drei genussvolle, schöne Tage hier in Krems. Alles Gute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kremserinnen, liebe Kremser, liebe Besucherinnen, liebe Besucher, liebe Regierungskollegin, liebe Petra. Der Bürgermeister hat schon ein bisschen was angedeutet. Ganz konkret, Krems ist eine wunderbare Stadt. Sie ist vom Markennamen die viertbekannteste, viertbeliebteste Stadt in Österreich, obwohl sie in der Größenordnung gar nicht die viertgrößte Stadt dieser Republik ist. Und das hat viele, viele gute Gründe, warum dem so ist. Es hat die Gründe, weil in Krems und in der Umgebung von Krems wunderbare, freundliche, offene Menschen wohnen und leben. Es hat die Gründe, weil hier eine wunderbare, schöne Landschaft ist, mit wunderbaren, schönen Gebäuden. Man braucht sich nur umschauen. Die ganze Umgebung bebt und lebt eigentlich davon, dass es wunderschön ist, anzuschauen und auch ein gutes Gefühl vermittelt, hier zu leben. Und es hat auch einen Grund, weil es hier kulinarisch und in vielen anderen Bereichen wunderbare Erlebnisse gibt, die auf uns warten. Der Bürgermeister hat schon gesagt, mit Wein und Marille, das ist etwas, was sicher allen schmeckt und was alle begeistert. Und ich freue mich jetzt schon, diese Menschen, diese freundlichen, freundschaftlichen Begegnungen, diese Landschaft und die Gebäude und die Geschichte aufzusaugen. Aber vor allem freue ich mich darauf, und wenn der Bürgermeister das auch ärztlich begründet hat, diese Produkte zu genießen mit all den positiven Nebenwirkungen. Viel Spaß in den nächsten 3 Tagen und alles Marille. So, ich habe schon erwähnt, die Volksbank Niederösterreich AG ist heuer Hauptsponsor dieses Fests und ich bitte Herrn Vorstandsdirektor Dr. Rainer Kundle auf die Bühne. Hallo Rainer. Was hat die Volksbank Niederösterreich mit der Marille am Hut? Warum unterstützt die Volksbank dieses Fest? Ja, lieber Ulf, sehr geehrte Ehrengäste, auch ein herzliches Willkommen und grüß Gott. Auch den Gästen hier für diese Veranstaltung. Alles Marille, dort wo Menschen sind, ist auch die Volksbank Niederösterreich. Und das sieht man ja, diese Veranstaltung, diese 3 Tage, das zieht wirklich nach Krems. Ein Highlight, ein besonderer Highlight für uns alle. Wir sind sehr stolz, auch als Volksbank hier begleiten zu dürfen. Diese 3 Tage werden ganz intensiv werden und sollen auch den Ruf von Krems noch weiter stärken als nicht nur familienfreundliche, touristische Stadt, sondern auch dort, wo man sehr gut essen kann und trinken kann. Und so gesehen wünsche ich uns ein schönes Wetter, das ist, glaube ich, gesichert. Viele Gäste, das behaupte ich, ist auch gesichert. Und natürlich viel Genuss bei Alles Marille. Herzlichen Dank. Schönen Vormittag, vor allem liebe Friede, liebe Kinder. Ihr schaut großartig aus. Macht euch das Spaß hier, der Auftritt? Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr noch an Euphorie. Macht euch der Auftritt Spaß? Ja! Das haben wir gespürt. Danke, großartig macht ihr das. Vielen herzlichen Dank. Danke auch an euch, lieber Herr Obmann, dein gesamtes Team. Großartig, was ihr hier rund um die Marille in Krems wieder zusammengebracht habt, organisiert habt. Und meine Damen und Herren, ich habe mir ein bisschen eingelesen in das Thema Marille. Seit 2000 Jahren, also es geht zurück in die römische Geschichte, gibt es die Marille hier in der Wachau. Und seit 1996 hat die EU gesagt,
das ist eine schützenswerte Marke, die Virchauer Marille. Das ist nicht selbstverständlich. Das sind nur ganz wenige österreichische Produkte, die europaweit geschützt wird. Und der Virchauer Marille ist es gelungen. Dazu gratuliere ich recht herzlich. Und diese Marke, die müssen wir auch weiter beschützen und raustragen. Ich weiß, es gibt immer wieder solche, die sich natürlich hier gerne als Trittbrettfahrer positionieren und alles aus der Virchauer Marille auch ausstellen. Ist nicht so. Schauen wir alle ganz genau hin, dass es wirklich die Virchauer Marille ist, die wir kaufen, die wir weiterempfehlen. Es ist ein Qualitätsunterschied. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Man merkt es an Blindverkostungen oder kann man auch sehend verkosten. Da ist ein großer Unterschied. Darauf müssen wir alle miteinander stolz sein und dementsprechend auch weiterhin unsere Marke, die Virchauer Marille, weiterhin austragen. Und wir haben schon gehört, es ist ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein Tourismusfaktor. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und als Tourismuslandesrätin kann ich nur sagen, die Virchauer Marille lockt viele Besucherinnen und Besucher zu uns ins Land und bringt Wertschöpfung hier in unser Land Niederösterreich. Und Herr Bürgermeister, wo ist er? Da ist er. Ich bin keine Ärztin, aber ich habe was gelesen und das möchte ich Ihnen mitgeben, meine Damen und Herren. Und zwar beim Himalaya in Pakistan gibt es ein Tal der Jugend. Tal der Jugend, wo der Altersschnitt weit über 100 liegt, weil die dort hauptsächlich von Marillenprodukten leben. Das heißt, meine Damen und Herren, ja, die Marille, jetzt gehen wir es an, oder? Jetzt essen wir nur mehr Marillen. Die Marille verzögert den Alterungsprozess. Also ich nehme immer gleich 3 Steigerungen mit und bin dann nächstes Jahr wahrscheinlich für den Kindergarten zum Arbeiten. Nein, tatsächlich wird dort im Tal der Jugend 30 oder 40 verschiedene Marillensorten werden angebaut. Die leben hauptsächlich eben von Marille, machen aus den Kernen ein Öl, wo sie ihr Brot eintauchen und leben auch sonst noch von Nüssen und Beeren. Also, meine Damen und Herren, wir brauchen nicht ins Himalaya-Gebirge, wir bleiben da in Krems heute, wir essen ordentlich richtig Marillen und morgen fühlen wir uns so richtig jung. Das wünsche ich uns allen und euch alles Gute für die alles Marille sozusagen, die ich heuer für 2018 offiziell eröffnen darf. Alles Gute! Ich darf willkommen heißen das amtierende Prinzenpaar, Prinzessin Amelie, hallo, und Victor Jiménez. Wie war das Jahr als Marillenpaar? Wie hat es euch gefallen? Gut. War es anstrengend? Es ging. Es ging. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für euer Regentschaftsjahr und ich bitte jetzt das neue Prinzenpaar auf die Bühne. Mariella und Max zur Marille, das passt perfekt. Freut euch schon? Wie wird's? Freust du dich schon auf die Prinzessinnenrolle? Ja. Und Max, bei dir? Ja, auch. Max, ich gehört, du bist der Fußballspezialist. Heißer Tipp, wer wird am Sonntag Weltmeister? Frankreich. Na gut. Das scheidende Prinzenpaar wird reich beschenkt. Jetzt habt ihr keine Pflicht mehr, jetzt könnt ihr rasten, daher kriegt ihr einen Liegestuhl. So ein fesches Paar. Es gibt einen großen Applaus fürs neue Prinzenpaar. Ein Applaus fürs neue Prinzenpaar. Mariella und Max.